So, jetzt geht's aber los hier. Sound anscheinend gefixt. NIP fängt als CT an und somit viel Spaß zwischen NIP und Extensive auf Inferno. Ich hoffe, auf technischer Seite passt alles. Und mal gucken, was die Franzosen hier so können. Ich glaube, ich noch kein einziges Spiel von denen gesehen. Bauen auf jeden Fall alle, fast alle über Mitte auf. Exist hat schon, ne, Fiflan hat schon übel Damage bekommen. Also ganz guter Start. Und ich sehe gerade, die Punkte oben auf dem GoTV sind weg. Auf dem Radar. Ich hoffe, das behebt sich gleich mit einem Retry. Boah, das ist super schlecht. Super unübersichtlich gerade, wenn die Punkte fehlen. So, es gibt ein House Go und da stand Forest. Da gibt es eine Flash. Forest ist semi-blind, hat einen wegholen können. Boah, fast mit dem zweiten. Und sie stehen auf Spot einfach super stark. B wird geschoben. Letzte ist auch bekannt. Er hat zwar die Bombe. War eigentlich ein guter Move. Alle gerade verschoben. Aber Freeberg schon da. Freeberg, auch der mit 100 HP, sollte vielleicht nicht allzu viel riskieren jetzt. Macht er gut. Hat wahrscheinlich die Ansage bekommen, dass er der Einzige ist mit viel HP. Aber auf ihn legen. Ja, der hört ja eh, ob's geplantet wird. Maniac macht's gut, geht auf Frag. Und er macht Freeback. Das kann er sogar holen. Er hat 100 gegen 2 mit Lower P. Boah, den ersten macht er sauber. Und jetzt nur noch Exist. Oh, und Maniac macht's. Ganz starkes 1 gegen 3. Super gespielt, aber auch eigentlich schlecht von Fiflan da am Gang. Er ist der, der als letztes eigentlich draufgehen darf. Weil er der mit der meisten HP ist. Am Anfang dachte ich jetzt, hat er schon verstanden und hat es gut gemacht. Aber dann war er einfach unnötig offensiv davon. Ich meine, er muss da nicht im Beet stehen. Er kann da in der Ruine defensiv stehen. Er hört ja eh, wenn geplantet wird. Somit schon mal eine Mini-Überraschung hier. Die Pistol geht an Extensive. Aber was sage ich? Da hagelt es direkt Gesicht. Sagt mir mal bitte, wenn jemand auf dem GoTV ist, ob auch bei ihm die Punkte auf dem Radar weg sind. So, geht halt mit dieser einen Shotgun, die ist übel geil eigentlich. Ich scheine auch B zu gehen, alle gerade vor Banane, geht halt nur noch allein da. Oh, er macht den ersten. Gibt sie Flashes. Was ist gerade noch ein Off-Spot? Boah, sauber. Boah, schöne Runde für Getrad bisher und Forrest natürlich auch. Nur noch Maniac gegen 3. Kann Maniac hier wieder das 1 gegen 3 holen. Diesmal aber gegen zwei Full-HP-Spieler. Die allerdings doch Exist hat sogar Weste. Boah, und jetzt wird er unter Druck gesetzt über Seitengang. Boah, schöner Headshot, aber Exist, nee, Fiflan, ich habe noch Probleme oben mit den Namen. Fiflan zieht direkt rum und nimmt, sichert sich direkt die Anschlussrunde. Oh Mann. Da ging es schon so gut los für die Franzosen und dann geben sie einfach die Runde ab. So, ich mach mal kurz einen Retry, in der Hoffnung, dass die Punkte wieder da sind, denn ohne ist echt schwer, da den Überblick zu behalten, um hier bestmöglich switchen zu können. Das sieht nicht gut aus. Ne. Schade, was ist denn das? Ist das ein Bug bei mir oder genereller GoTV-Bug? Ich hoffe doch mal ersteres. Ja, ich weiß, dass die auf dem EPS alles weg können, weil da bin ich mir relativ sicher. Warum? Weil Knochen da auf dem Server direkt war.
Und da sind die, glaube ich, weg, aber wir sind ja auf dem GoTV. Und dort waren sie ja bis eigentlich bisher immer da. Ah gut, ich versuche das Beste draus zu machen und muss jetzt relativ oft Wallhack anmachen. Oder halt in die Overview gehen. Somit bitte ich das zu entschuldigen. Oh, sorry, ich habe noch die. Sounds an, sorry dafür, habe ich vergessen. Meine IRC-Sounds sind weg. So, Franzosen nochmal Eco. Dicke Probleme, auch noch 3 HP. Und wie heißt der Typ eigentlich? Mal kurz die Namen checken. Ah, da haben sie. Ah, sie haben auch ihre komischen Namen. Zahlmann-Videoren. Oh, achso, das sind die Sponsoren. Wer ist denn Digital, Sotex, Zahlmann? So, Manic ist da, Apex. MSHZ ist dann was. Bleh. Gut, dass die hier wieder andere Namen haben. Eigentlich fehlt noch MSHZ, GMX. Okay, GMX ist GMX. Happy und MSHZ ist einer von den beiden. Nguyen und Servoni. So, Apex kann hier das Opening machen. In der Mitte. Boah. Und die AWP verschießt, aber richtig krass. Xist hatte die sogar. Bisschen ungewöhnlich. Oder wollen sie die Waffen tauschen? Eigentlich eine gute Idee. Schöne Ansage. Forrest übernimmt die Awe. Sieht man jetzt auch relativ oft in Go bei ihm. Und es gibt einen B-Split, so wie das aussieht, über CD-Base. Apex wird da CD-Base geschickt. Boah, aber sehr schön eingenommen, den Hass. Von Getright. Schönes Teamplay. Und jetzt den B-Go. Perfekte Gegenflash von Friedberg. Gutes Timing. Oh, kann aber den ersten nicht machen. Runde sieht gar nicht mehr so schlecht aus für die Franzosen. Oh, einer muft da über den Hof. Oh, eigentlich kann es nur Getrail drehen, aber die Bombe tickt natürlich davon. Auch nur AWP bei Forest, Exist Low. Das können sie nicht machen. Und sie safen auch schon. Nur Getrail versucht da irgendwie noch was zu ziehen. Vielleicht sogar Ninja Diffuse, aber das glaube ich nicht. Da wird gleich einer hingucken. Boah, einer noch am Spot. Aber die Bombe tickt zu schnell und Faust räumt einfach mal schon auf. Hat ihn da geholfen. Und Manic stirbt sogar noch. Nee, oder? Ah, ist Banane reingekommen. Boah, wird gebankt? Nee, bin ich. Also, perfekt gespielt eigentlich noch von Nip, da sau viele Waffen zu holen. Haben das Beste draus gemacht. Dennoch schon die zweite T-Runde für Extensive. Fiflan hat wieder die AWP bekommen und wird direkt überrannt. Schöner Refrag. Aber auch Exist direkt zur Stelle. Also perfektes Teamplay, was wir gerade sehen, auf beiden Seiten eigentlich. Also schöne Aktion. So, Getrail direkt verschoben. Und wer war das am B? Friedberg. Und sie sind gerade Banane wieder versammelt, werden also wieder B gehen. Getrail wäre relativ spät da. Wollen wir eine schönere Farbe suchen hier. Grün ist schön. So, gleich kommt es nur Friedberg an. Wie gesagt, er hat keinen Support. Mal kurz schauen, ob sie irgendwie flashen oder so. Da gibt's eine. So, direkter Headshot ausgeteilt von Friedberg. Kann gegenflashen. Getrail ist ja doch schon da. Also irgendwie hatten sie gerade extrem gutes Timing oder haben es ausgeschlossen. Habe ich jetzt leider nicht gesehen am Großen. Aber sie hatten einfach den Read. Nur noch GMX und stirbt im Hof. Krass verteidigt. Jetzt hätte ich gern mal gesehen, was sie am A gemacht haben. Ob sie da irgendwo was gecheckt haben, die Mitte vielleicht oder so, oder ob Getrail einfach auf Read verschoben ist.
jeden Fall war es gut gehandelt am B. Granaten von Extensive wahrscheinlich dann auch nicht. Ja, so gut gewesen. Bei Extensive. Oh lol. Da hat den Exist gerade nicht gedeckt. Geht halt auch wieder da und Friberg wieder allein. War hier nicht. Ah, hier. Das ist ein bisschen komisch noch mit den Namen. So weit rausragen. Da denke ich manchmal, die stehen wo ganz anders. Sehr schön. Getried. Hat er die Waffe gesehen? Und. Ah, den hat er nur angehittet. Forrest hat ihn sich geschnappt. Die Schweden bauen somit ihre Führung aus. Und nächste Weapon Round bei den Franzosen. Aber viel Equipment scheint nicht vorhanden zu sein. Lipp spielt da immer sehr aggressiv in der Mitte auf jeden Fall. Auf die Flanke kriegt den ersten. Wahrscheinlich. Oh, ein Teppich. Den zweiten Bombe auch down, müsst ihr schon gesehen haben. Boah, was ein Spray von Forrest. Es ist wieder nur noch einer. Also sie fallen gerade wie die Fliegen hier, die Franzosen. Das ist kein wirklich guter Aufbau zu erkennen. Also sollten jetzt langsam mal verstanden haben, dass Nip extrem aggro die Mitte spielt, da Smoke durchbangt. Da könnte man den einfach mal zwei HEs vor die Füße legen zum Beispiel. Oder Molly hochwerfen. Irgend sowas. Mal schauen, wie sie darauf reagieren. Extrem aggressiv wieder. Kriegt schon wieder den ersten Frag in der Banane. Boah, schöner Frag von GMX. Und Exist hat da Probleme. Ne, Forrest. Exist ist schon gestorben. So, jetzt stirbt doch. Forrest nur noch Getrad am großen Spot. Friedberg gerade geschoben. So, Franzosen machen es eigentlich ganz gut. Warten hier lange ab. Boah, Getrad jetzt mit gleich Ekel-Timing. Oh, er wird aber schon. Oh, wichtig von GameX. Richtig krasse Runde bisher von ihm. Aber Friberg noch da. Macht den ersten. Schön von Apex geschoben über Hass. Sehr schön gemoved. Extrem gut gespielt. Dass sie da nicht alle Action gehen. Und für Flan. Er ist heute eigentlich. Bleibt an der Kante hängen. Ich meine, Nip hat genügend Geld. Trotzdem, er geht halt noch auf Exit-Tracks. Ich meine, guckt das Geld an bei den Franzosen. Das ist überhaupt nicht viel. Sie müssen hier mit Waffen durchkommen. Und Apex nochmal mit einem schönen Headshot. Schöne Runde von ihm und natürlich auch von GMX, der den wichtigsten Headshot eigentlich der Runde macht bei Getrite. Er hat eigentlich relativ gutes Timing. Da hätte er fast drei wegsprayen können, wenn er die Möglichkeit dazu gehabt hätte. Legt er wieder an. Diesmal zeigt sich allerdings keiner so dumm. Also die Franzosen stellen sich auch mehr und mehr aufs Spiel ein von Nip. Was ja natürlich schon mal positiv ist. Und Nip. Oh, sehr schön. Für Flan stirbt. Aber Friberg noch auf dem B. Also auch das erste Mal, dass von der. Getrad schiebt tatsächlich. Okay. Nur noch Exist und Forrest am Spot.
Jetzt Duell in der Banane. Boah, ziehen sich zurück. Immer nur noch zwei am A. Aber Gedred macht's perfekt. Sie haben ja gepusht, weil wir wissen, da ist nur einer unten gewesen. Und Gedred ist jetzt schon da, aber sie gehen Haze durch. Perfekte Entscheidung eigentlich. Gedred weiß das natürlich auch, dass Haze offen ist. Also sie kommunizieren auch ganz gut. Gedred kann es noch machen. Mann, er hat wieder so ekelhaftes Timing. Schöner Refake. Oh, Xyz muss das sterben. Forest steht auf Spots. Oh. Na, packt. Zieht er das Knife. Gute Entscheidung eigentlich. Dann ist Knife nicht nur stark, sondern bringt einfach auch viel Geld. Krass. Also wenn die Franzosen da, also ich irgendwie 3 bis 5 Sekunden oder so eher durch sind am Haze, dann gewinnen sie möglicherweise recht locker die Runde. Also eigentlich sehr gut gespielt, nur vom Timing halt ein bisschen. Ja, ist einfach zu langsam. Aber hätte ich nicht gedacht, dass die Franzosen hier so gut spielen. Wobei ich ihnen da jetzt wahrscheinlich ein bisschen Unrecht tue. Haben, glaube ich, im ESC Qualifier bis ins Finale geschafft, also im französischen Qualifier. Gestern, glaube ich, auch wieder sehr knapp gegen Varigames verloren. Also schlecht sind sie auf jeden Fall nicht, aber ich würde. Ah, scheiße, vielleicht sind sie sogar besser als Baiki. Aber besser als Jazz würde ich sie nicht einordnen. Zum 8-3, das war auf jeden Fall eine Eco mit teilweise Digis. So, Banane gibt es den Fight. Friedberg schon richtig low. Aber oh, da muss er sterben. Boah, sauber. Gertrude stimmt auch. Und jetzt einfach Friedberg überrennen. Sie müssten eigentlich wissen, dass er low ist. Aber schon CT auch da. Forest gut geschoben. So, und jetzt einfach schieben. Sie müssen das auch gemerkt haben, dass da jetzt zwei sind. Relativ viel Risiko. Spottet sie jetzt Mitte. Macht es aber ganz gut. Hat jetzt Infos geholt. Apex noch vor B. So, wenn sie jetzt sich wieder. Oh, sehr schöne Ansage. Ah. Oh, Alter, Forest war gerade am Schieben, dann dachte ich, das war eine geile Ansage, aber jetzt sind sie doch noch zu zweit dort. Ja, wahrscheinlich. Ja, sollte Friedberg natürlich auch eher schieben. So, der eine T jetzt ein bisschen am Faken. Aber wenn er da keinen Frag zieht. Sehr schön, Apex öffnet den Spot, aber das ist nur Friedberg, der low war. Forest steht da noch im Epsilon. Boah, schön geaimt von Apex. Spot somit frei. 3 gegen 2 Überzahlsituationen. Und der eine T-Fuck da am Haze ab. Boah, schönes Timing. Und da war es nur noch Fifflan mit der AWP City Base. Jetzt dürfen sie sich einfach nicht mehr zeigen. Jetzt wisst ihr auch, wo er ist. Und gehen auch schon handen. Der Servoni sollte. Ja, hätte eigentlich viel eher Banane runtergehen sollen. Aber immerhin. Vierte T-Runde. Kann sich sehen lassen.
spielen sie wieder aggressiv. Flan mit dem ersten schöner Schuss. Boah, der darf halt niemals den zweiten kriegen. Wo sind die HEs oder so? Jetzt kommt mal einer. Alter, er lebt halt immer noch. So, gut, dass die scheiß Balken hier gerade wieder weggehen. Ist da schon... Och, Getred hat den falschen Mitte durch. So, wenn sie jetzt nicht spielen gehen, hat Getred sie eh. Getred. Boah. Gut veraimt da. Schön links, rechts, links, rechts. Forrest auch die Hits bekommen. Beide T's nach unten. Forrest entscheidet sich für eine Antiposi, macht er gut. Und jetzt werden sie auf Exist gehen. Sie haben nur noch 30 Sekunden. Scheint sich aber auch gerade nicht sicher zu sein, wo sie hingehen. Jetzt sind sie nochmal... Ah, das war jetzt schlecht eigentlich. Mein Faust schließt da extrem gut aus. Der Exist lässt sie aber so... Oh, er bangt sich ein. So, jetzt haben sie halt weniger Zeit, um die Bombe zu legen. Und das ist immer schlecht als T. Vor allen Dingen in Go wegen dem Bomb-Leg-Sound. Somit schön gemacht von Exist. Nicht ganz so gut. Wenn sie da Mitte einfach hochgefahren wären, nach dem kleinen Billig-Fake, wäre es ganz okay gewesen. Wobei sie natürlich auch dann keine Ahnung haben, wo Forrest ist. Und da kann er natürlich auch mit Timing und so einfach alles wegschießen. Deagles. So stark. Oh, Faust fährt einfach mal einen Döner. Oh, wie bitte. Wurde gerade vom CT gegen geflecht. Von Getred, glaube ich. Und der T-Star hat sich schon rechts lang. Apex ist das. Oh, da haben sie sich gerade extrem gut ausgemoved mit der Säule da. Oh, schöne Posi. Oh, sauber. Und B ist nur Friedberg. So, vielleicht einmal gegen, zweimal. So, der T im Seitengang muss Gas geben. Boah, sehr schön. Also die Diegels sind teilweise richtig krass von den Franzosen. Weil das jetzt auch nicht so krass vielleicht war, weil sie ja wussten, wo er ist. So, auch noch relativ, eigentlich wenig Equipment. Boah, dann sterben sie. Schöne Runde. Von Extensive. Bin wirklich gespannt, wie sie jetzt CT sich präsentieren. Wenn sie weiterhin so gut drücken. Wenn sie Pistol holen, ist da sogar was drin. Würde ich meinen. Sie haben auch gar nicht mehr so viel Geld für die letzte Runde. Da gibt es eine Flash für Mitte. Auch nett, habe ich so noch nicht gesehen. Gefällt mir. So, dann geht über Hess wieder. So, aber Faust steht wieder auf Spot, wird gerefragt. Große Sand noch exist. Und Getred schon wieder extrem gut geschoben. Nur noch Servoni, wer auch immer das ist. Von den beiden. So, gegen zwei. Einer ruft über Action. Friedberg wartet da am Hess. Boah, und Getred einfach so krass, der Junge. Der hat's, ist immer so extrem gut am Schieben. Wahnsinn. Steht ja auch auf jeden Fall zurecht relativ weit oben im Scoreboard. 10 zu 5, aber auf jeden Fall eine recht ansehnliche erste Halbzeit. Zumindest haben wir keine Überfahrung von NiP gesehen. Die Franzosen konnten gegenhalten. Demzufolge bin ich gespannt, was wir jetzt sehen in der zweiten Hälfte.
Nick direkt Mitte an. Tackern da ein bisschen. Maniac gute Shots bekommen. So, wollten gerade Banane. Hier sind sogar Banane unten. Apex, sehr schöner First Fake. Oh, aber Instant Refake mal wieder bei Nip. So, sind Action drauf. Hä? Bei einer Banane unten? Beziehungsweise Mitte? Nein, da darf man nicht so reinschleichen. So, sie fahren jetzt durch. Ah, aber... Ich glaube nicht, dass der Fahrer es gehört hat. Nip lässt sich aber Zeit. Boah, der hat jetzt gleich ein 1 gegen 1, wenn er rechts guckt. Oh, sehr schön. Jetzt noch ein 1 gegen 1. Irgendwie ungewohnt schlecht gespielt von Nip, dass sie dort so weit auseinander sind. Ich glaube, Forrest hätte auch eher mit gerechnet, dass sein Mate hinter ihm herkommt. Also würde ich jetzt nicht eher... Würde ich jetzt nicht den Fehler bei Forrest sehen, sondern eher bei seinem Mate. Oh, sehr schön. Boah, er gibt ihm Headshot. Boah, extrem guter Positionswechsel von Forrest. Oh, er weiß es nicht. Oh, er braucht sich nur umdrehen und hinten. Oh. Alter, wie gut gemacht von Forrest. Krass, Mann. Das zeichnet ihn einfach aus. Sau stark. Auch wenn ich da noch Chancen gesehen habe mit dem krassen Headshot. Es ist auch super wichtig, dass wenn die Bombe gelegt wird, dass man direkt spottet und weiß und dann halt, um dann halt zu sehen, wo der T hingeht. Es gibt ihm einfach so viele Nachteile quasi zurück. Aber Forrest einfach mit dem extrem guten Move in den Friedhof und dann einfach die Runde entschieden. Da kann der CT auch nicht mehr viel machen, egal wie viel HP jetzt Forrest hat, wenn er da nicht den Fokus drauf hat, wenn er da nicht pre-aimt. Keine Chance. Schade, hätte ich ihn ja ehrlich gesagt gegönnt, die Pistole. Gerade durch diesen Fehler da im Hass. So, B sogar komplett frei. Alle Franzosen am A. Ich sag, glaube ich, zu oft Franzosen. So, die lassen da Pfifflan vor. Mit P250 und große Weste. So, die CTs wollten gerade Mitte einnehmen. Hat aber leider nicht geklappt. Hat Forrest und Getright, glaube ich, extrem gut abgeaimt. Und der letzte wird jetzt eigentlich auch von Getright gleich geholt. Sehr schön geaimt und direkt runtergezogen. So, eine Eco sehen wir noch. Da bin ich auch gespannt, ob wir ohne kleine HE-Eco schauen, was sie sich hier einfallen lassen haben. Wir gehen einfach extrem Akku Mitte runter. Schöne Synchron-HEs. Der erste Frag sitzt, der zweite auch. Oh, Nip muss extrem weit zurückziehen. Boah, aber auch gute Gegen-HEs. Jetzt haben sie gerade wieder die Überzahl rausgeholt. Aber eine Waffe bei Servoni. Manny hört die Steps. Er sollte jetzt nicht rauspushen zu früh. Oh, der wird noch abgamed. Der geht, glaube ich, vor. Ja. Ah. Nip spielt das aber noch so kontrolliert runter. Ist das, wie viel Ruhe sie in solchen Situationen einfach haben. Nach den zwei gefangenen First Wakes, dann da wären andere Teams schon am Zittern gewesen. So, aber erst Equip. Und auch extensive offensiv. Mann, bleib doch mal da, du scheiß Overlay.
Boah, also es geht auf. Apex konnte den ersten machen. Wo ist da noch Dev am Haus? Boah, schöne Runde von Extensive. B auch noch am Has und B auch relativ safe. Runde sieht ganz gut aus. So, wenn sie jetzt am B gut handeln. Eine steht auf Gegenfläche, wenn der GMX nicht direkt hätte. Aber da sieht man es, da gibt es einen Tower, die spotten gerade zum Spawn-Egg. Oder zum Y halt. Und das ist abgebrochen, nichts gesehen. Schauen, ob sie auf Contact spielen oder. Ah, oh, wie bitter die Flash verworfen. Jetzt gibt es noch eine. CT hat. LOL! Oh, da war der T, glaube ich, selbst blind. Wie komische Situation. Oh, schöne Runde von den Franzosen. Gut gehandelt, Push direkt gespielt. Gefällt mir auch, dass man sowas direkt in der ersten Equip macht. Sich nicht hier irgendwie in Ecken versteckt und extrem defensiv spielt. Oh, danke an Marcos. Servoni ist happy und Nuigen oder wie auch immer ist MSHZ. Dankeschön an dieser Stelle. Sie pushen wieder. Aber diesmal hat nicht mehr aufgepasst. Auch wenn Forest jetzt low ist, immerhin haben sie keinen Frag gefangen. Baumboost bei MSHZ. Ne, bei Happy. Genau. Es ist so scheiße mit den fehlenden Radarpunkten. So, get right jetzt Kontakt im Haus. Sind aber noch zu zweit am B. Ob das jetzt so gut ist, tut gegen zu flashen. Oh, Gatorade macht den ersten, aber wird gerefragt. Sie stehen immer noch zu zweit am B. Das kann auch klappen. Oh, der Baumspieler noch blind. Oh, wird geholt von Exist. Oh, und Seitengang stirbt auch. Oh, wie schlecht. Schade, haben sie wahrscheinlich mit Contact Go. Ja, wobei, wenn sie mit Contact Go gerechnet hätten, würde der nicht auf Gegenfläche stehen. Aber wenn sie dann nicht mit dem Contact Go rechnen und der dort steht, dann wird er selbst immer blind. Von daher eigentlich schlecht gemacht. Und da merkt man es auch. Nip hat anscheinend die viel, viel, viel besseren Granaten, um auf den B zu kommen. Apex saved immerhin nochmal die Arve. Vom Geld dürfte das sogar reichen. Ich glaube auch nicht, dass sie auf Draw spielen. Schade, dass es vom Score bisher so eindeutig aussieht. Was es teilweise aber gar nicht mal so ist. Aber es ist ja noch nicht vorbei. Dreist, der da aufgeht. Oh, er muss unten aufpassen. Oh, da sieht er den Arm. Oh, schön. Wichtiger Frag. Oh, Maniac in dem Kinderzimmer. Also, sie haben gerade wieder super viel Kontrolle in der falschen, beziehungsweise im Haus. Einer Base. Aber Apex macht's gut. Aber CDBase ist durch. Nein. Aber anscheinend kam auch die Ansage. Ja, da kam auf jeden Fall die Ansage, dass CDBase offen ist. Sonst würde der Apex nicht so zielen. GMX spottet sogar auch ein bisschen mit. Steht es aber nicht so gut, finde ich. Wird da auf jeden Fall blind. Oh, wichtiges Duell.
GMX hilft ihm. Stirbt. GMX. Boah, schöne Headshot. Extensive Scan der Überzahl. So, wir flahen über B. Forest immer noch am Hundegang da. Base. Boah, Bombe. Bombe. Schöne Plant-Posi. Und wissen wir, wo der letzte ist. Schöne Headshot von Happy. Gut gemacht. Allerdings, der CTBS-Spieler hat für meinen Geschmack zu lang gebraucht. Getrad war das, glaube ich. Wenn er da mehr Druck macht auf dem B, auf dem Seitengangspieler, dann kann der dem Spot nicht helfen. Der Spot ist ja sogar gestorben. Schade, aber somit bleibt es noch etwas spannend. Wieder Haus. Wieder Kinderzimmer drin. Manic kann jetzt gut die Steps ansagen. Der Mate zieht Schlitz links. So, jetzt kommt gleich einer hoch. Oh, sie, mal schauen, ob, sie, ob er trifft. Oh, der hat... den Spieler gesehen. Läuft, wie fährt er rein? Da war doch einer links, dachte ich. Rechts, meine ich. Verschießt er. Boah, schade. Gutes Pre-Aim dahin. So, es geht auf jeden Fall groß. Zwei Action, zwei Haus. Schiebt den Hausmeister rein. Kann er mal noch machen, wobei er gut weggesprengt wird gerade. Boah, da sieht man es, extrem gute HEs von Nip. Ah, oh, das spielen sie einfach so gut. So kontrolliert mit den HEs. Haben irgendwie auch die Gegenfläche gefehlt, aber wenn man sich anguckt, GMX hat auch nichts mehr. Wahrscheinlich war da das Geld auch eher knapp. Und das ist schon mal das Draw für Nip. Er wird auf jeden Fall seine Farmers safen können. Schade, dass man da im Haus eben so Pech hatte. Wie gesagt, ich glaube, der eine war schon durchgesprungen. Ich weiß nicht. Der durchgesprungen. Ich glaube, da kam auch einer über Döner dann und einer war nach Treppen. Ich habe das nicht ganz genau gerafft, von wo jetzt der Kinderzimmerspieler gestorben war. Flashmitte muss ich dann nochmal gucken, fix. So, wieder offensiv. Wieder Overlay weg. Mann, das nervt. Oh, diesmal links. Oh, Nip variiert aber auch so gut mit dem Posi. Das haben wir immer. Stehen da immer ein bisschen anders. Machen es extensiv natürlich schwer, da gescheiten First Track zu setzen. Und das sieht nach dem GG auf der ersten Map aus. Aber MSHZ wieder am Sand. Oh, wird Haus schon gespottet. Jetzt würden sie mich... Oh, er kriegt halt keinen Frag. Nip macht das so gut. Immer so Hit and Run quasi. Die spotten ihn, dann kommen Flashes oder irgendeine Granate. Das machen sie einfach so gut. Und das zeichnet sie halt aus. Sie sind halt zurzeit das beste Team. Aber... ich habe so ein Gefühl, dass heute ESC was reißen kann und ihn vielleicht hier ein bisschen was entgegenzusetzen hat. Vorausgesetzt, sie schaffen den Sieg gegen VG. So, ich kann gerade nicht...